Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, es ist gerade Invasion von den Syrten. Und das irgendwie zum dritten oder vierten Mal. Und die ersten drei Mal habe ich mal sein gelassen mit dem Let's Play, weil wahrscheinlich ein paar Jäger kommen, die mich dann necken. Und jetzt versuche ich es einfach mal. Weil ich habe keinen Bock, noch länger zu warten. Nein, das ist das Charakterlager. Ich möchte hier noch nämlich Items rausnehmen, die vom Jäger sind, die uns ein bisschen unterstützen. Und ich hoffe, ich kann dann später, weil ich habe überhaupt keine Schützen-Items für später. Erst ab Level 7, ab Level 40 wieder. Und das ist naja, nicht so gut. Weil man kommt langsam vorwärts, wenn man keine Items hat. Oder muss die zuerst erfarmen, mühsam. Ja, da kommt man nicht durch mit dem Pferd, ich weiß es. Und dort ist der Drache von den Zirten. Am Herumfliegen. Wir machen jetzt die Quest hier mit dem Reden die ganze Zeit. Steht irgendwas? Ja, nicht viel. Die schreiben immer Quassel. Die quasseln immer irgendwas Komisches. Halt über Taktik und so. So. Nächste Halt. Hier beim Darius. Fertig, okay. Dann nächste Quest. Ich hoffe, wir schaffen die Monster. Und wir haben ja noch neue Space, genau. Da der Wintereinbruch, der ist schon wichtig. Kommen wir ersetzen den hier. Und dann ja, Party einladen brauche ich jetzt gerade nicht. So. Also hier muss ich Tarantel töten. Und hier oben, was muss ich hier oben machen? Das ist mit der Schrift, ja, alles in Schriftrolle. Kleiner dunkler Gargul, der ist ja noch im zweiten Dorf. Eigentlich nur große Tarantel, okay. Da ist eine. Ja, gehen wir runter. Nein, hier ist auch eine. Okay. Angreifen. So, mal Wintereinbruch testen. Oh. Ich mag das nicht. Wieso kann man eingefrorene Ziele nicht treffen? Ist ja schon released. Dieser, aber wie soll ich sagen? Es nervt halt eher. Weil man die Gegner nicht angreifen kann. Man sollte das Eis zerstören können. Man kann es so machen, wenn man genug Schaden macht, wird das Eis zerstört, aber nicht dann ganz lang nicht angreifbar. Dass der Gegner nicht angreifbar ist und so weiter. Das ist für uns nicht nützlich, sozusagen beim Leveln. Okay, ist die Invasion wieder beendet. Gut. Ja, jetzt müssen wir wieder Level 50, 60 werden. Je nachdem. Geht halt schnell. Geht langsam, meine ich. Es ist jetzt gerade mit mir los. Geht halt langsam, aber dennoch ja nicht allzu lange bis ja bis 50 ungefähr. Und dann ab für Level 50 geht es langsam, sehr langsam. Das ist blöd. Aber hey, wir haben genug Zeit. Jetzt haben wir alles rote Items dort. Jetzt müssen wir warten, bis wir wieder Items haben. Also, dass wir sie ausrüsten können. Level haben. Und ja. Darum leveln. So schnell wie möglich leveln. Wo war jetzt das blaue? Der blaue Gegner.
Okay, irgendwo ins Haus geglitscht. Da unten ist noch eine. Ja, schauen wir mal den anderen zu, was sie quasseln. Ja, nur heulleiser. Und du, Zeki, bist ein Spasti, habe ich dir auch schon gesagt. Jane, du musst nicht schleimen, wenn ich kann, heile alle, da war großer Mannemangel gerade am Tor, leider. Oh. Okay. Weiter angreifen. Ach komm. Die Reichweite ist zu kurz. Da unten ist auch eine. Gut. 7 noch 3. Das schaffen wir noch, bis wir wieder heilen müssen. Ausruhen müssen. So. Ja, okay. Sterben. So. Da oben ist auch eine. Das Gute am Schützen ist, er kann die Gegner, die unerreichbar sind, noch anschießen, solange sie nicht außer Reichweite sind. Das tut schon ein bisschen noch das Leveln vereinfachen, weil er dann auch mehr Gegner hat. So, hier hat es einen Golem. Ah, wir haben jetzt. Gut, wir haben es gemacht. Die Quest ist fertig. Und jetzt wieder nach oben. Dann kurz schauen, einfach nach Alteruk. Ach komm. Gut. Kommen wir jetzt da wenigstens durch? Ja. Also, jetzt müssen wir schauen. In der Mitte und dort. Okay, ich weiß nicht, wo ich denn hin tun muss bei der anderen Quest, nicht bei dieser. Aber das ist hier drin. So. Quest abgeben. Gut, und dort oben ist ein Mensch. Weiß ich gar nicht. Oh. Überall sind Zäune. Wieso müssen überall Zäune sein? Ein ganz alter Ruck sind Zäune. Also da oben sollte einer sein, oder was? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Hier, irgendwo hier. Falsche Koordinaten von, also Anzeige. Ja, die Quest kann ich so gar nicht lösen, wenn ich nicht weiß, wo der Quest-Ding ist. Alia. Und wo ist Alia? Sie doch in Alteruk. Und es wird nur falsch angezeigt. Okay. Das haben sie immer noch nicht gefixt, solche Bugs. Die werden in einer Minute gefixt und dann können sie im Bett springen und fertig. Aber nein. Sie müssen das herauszögern und ja, lieber irgendwas Unsinniges patchen. Würde viel besser ankommen, wenn die Entwickler wirklich etwas fürs Spiel machen würden. Aber sie machen eher etwas für sich selber. Vor allem neue Items wieder einführen in den Item-Shop. Aber sonst nichts. Da bist du. So, also falsche Anzeige, Level 11 erreicht und neue Quests. Machen wir zuerst mal die dort vorne. Ah nein, das ist wahrscheinlich Magneten-Quest. Machst du einen Lärm?
Ja. Momentan ist eigentlich nur Syrtis online. Ignis haben keine Chance. Also die Ignen haben keine Chance, die Alsen haben keine Chance. Und die Syrten müssen einfach nur die ganze Zeit Invasionen starten. Das ist sowas von langweilig eigentlich geworden. Oh nein, nicht diese Quest. Nächste Quest. Da ist noch eine Quest bei der Schmiede. Und das macht ja, das Spiel eigentlich zu langweilig für die Nicht-Syrten, weil sie keine Chance haben. Und auch langweilig für die Syrten. Aber natürlich wollen immer alle nur Syrtis sein. Natürlich. Wenn das Reich. Wenn alle drei Reiche eigentlich genug gleichmäßig verteilt sind, dass bei der. Manche wollen blau, manche grün, manche rot sein. Dann würde es noch gehen, aber alle wollen nur grün sein. Und das geht halt schlecht. Und auf jeden Fall finde ich zum Beispiel jetzt momentan Ignis am besten. Würde am liebsten nicht mehr im Ignis bleiben. Und ja, toll, alle Questen. Das macht halt das Spiel eigentlich eher so nur in einer Richtung, also dass wirklich alle Leute eigentlich Syrten werden. Und dann macht das ganze RVR eigentlich keinen Sinn mehr. Also dass man halt einfach keinen Spaß mehr hat, wenn man zu den Icken geht oder zu den Eisen. Das führt einfach zu Langeweile. Und wenn wenigstens ein paar wieder wechseln würden, aber es wollen natürlich immer alle nur bei Syrtis sein und das macht es halt einfach langweilig. Und ja, da kann man nichts machen. Ist nun mal so. Aber so ist Regnum eigentlich auch fast schon gewollt, wenn die Entwickler nicht was ändern. Wenn sie nicht mehr Sinnvolles für die Ignen und die Eisen machen, damit die Leute auch mal in diese Reiche gehen oder so, wird das Spiel einfach aussterben. Also sind die Entwickler eigentlich relativ schuld. Aber die Spieler wollen halt immer nur das Beste. Die Spieler wollen einfach in das Reich, das am besten ist, dann wird das irgendwie mehr gefeedet, das Reich, und die anderen werden immer wie weniger gefeedet. Und irgendwann sind die Syrten ohne Gegner. Und das ist jetzt eigentlich eher den Entwicklern Sache, weil natürlich eben, man kann die Spieler nicht zwingen, in ein schlechteres Reich zu gehen, wenn sie nicht wollen. Und ja, darum finde ich, also ist Regnum halt momentan zu sehr auf ein Reich fixiert. Und die anderen können dann nicht leveln, die anderen können dann nicht wenigstens eine Schlacht gewinnen, und das macht alles extrem langweilig. Ist recht schade. Aber ich kann auch etwas machen, indem ich wenigstens die Igen noch ein bisschen feede, indem ich Leute einlade, hier mitzumachen im Let's Play oder einfach nur dabei sein. Halt einander uns treffen beim Reich Ignis und wenigstens etwas noch entgegensetzen können. Aber da müssen die ja, Zuschauer eigentlich ja dafür sein und dabei sein. Und ja, mich eigentlich Bescheid sagen, wenn jemand will. Per PN hier in-game. Ich bin ja öfters online mit dem Drago LP Basler und mit Marauder Drago. Und
Ja, das muss von euch kommen. Ich kann nicht sagen, ja, genau, du schreibst viele Kommentare, komm online und mach mit. Das müsst ihr entscheiden. Wenn es euch Spaß machen wird oder Spaß macht, dann dürft ihr gerne dabei sein. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann schaut ihr halt nur zu oder schaut nicht mal zu und fertig. Aber es wäre wirklich cool, wenn wir mehr wären. Also, wenn wir uns gegenseitig unterstützen könnten. Okay, wir haben es. Wir müssten jetzt den eigentlich nicht besiegen, aber ich besiege ihn noch kurz. Und jetzt müssen wir noch nach oben. Und zwar da nach oben. Was ist das für eine Quest? Winzige feurige Gargoule? Nein. Tötet 5 Skelette ist das. Aha. Nein, das ist auch nicht für. Winzige feurige Gargoule ist das die Quest. Das hat nämlich das Symbol. Mit dem Brief. Okay. Gehen wir nach oben. Weil hier unten hätten wir auch noch. Aber da hat es weniger, glaube ich. Da oben hat es mehr. Gut. Kurz regenerieren, dass wir nachher nicht regenerieren müssen, bevor wir die Gegner angreifen. Und wir haben Level 11 erreicht. Darum haben wir jetzt hier Handschuhe. Ja, sind besser. So. 52 minus 1, also mehr als doppelt so gut. So, das reicht. Und jetzt müssen wir nach oben. Der kann doch nur mit Süß kuscheln. Wenn ein Alse dann dasteht, ist Quas anderes. Aha. Ich hoffe, es wird wieder ausgeglichener. Und die Alsen brauchen sicher auch wieder mehr Spieler. Dass es einfach ausgeglichener bleibt. Dass die Syrten einfach mal Pause machen oder. Weiß auch nicht was, aber natürlich, weil es bei denen so gut geht, machen die nie Pause oder wechseln nie das Reich. Und dann bleibt Syrtis halt immer die Besten und haben eigentlich nichts zu. Keine Gegner. Dann hören sie halt auch auf. Irgendwann hört alles auf, aber. Ja. Man sollte einfach die Entwickler kaufen und dann selber entscheiden, wie es dem Spiel weitergeht und so. Die Fans entscheiden lassen am besten. Und man könnte Geld zusammentreiben und dann, dass die Community dann die Entwickler sind, also beziehungsweise einfach die sagen, was gemacht wird, und die Entwickler sind dann die es umsetzen. Und dann könnte man alles wieder verbessern, dass mehr Spieler kommen und ja, halt einfach allgemein Champions of Regnum verbessern. Durch die Community. Aber solange es die Entwickler, die momentanen Entwickler das Spiel haben, ist es sehr unausgeglichen und langweilig. Die sollten mehr mit der Community machen, viel mehr. Vor allem viel schneller. Sollte so schnell wie möglich eigentlich wieder besser werden. Und sonst halt ein zweites Game entwickeln: Champions of Regnum 2. Halt alles von neu machen, wenn es so sein muss. Aber das Kampfsystem ist langweilig, das Leveln ist langweilig, das Itemfinden ist langweilig. Es ist halt nicht gut entwickelt worden, aber es hat immerhin für mich vor allem eines. Das Game hat einfach Sachen, was die anderen Games nicht haben und deshalb mich motivieren. Vieles motiviert mich in Champions of Regnum. Aber in schlechtem Maße. Zu schlecht gemacht. Wenn ein anderes Game genau die Konzepte mit dem RVR und mit dem Level, mit dem Item-System hätten, dann würde es besser sein. Weil die Entwickler danach wahrscheinlich auch schneller entwickeln wollen. Aber ja, so nicht halt. Es passiert zu wenig. Jetzt sind zwei Patches seit einem halben Jahr, zwei Patches rausgekommen und die haben wirklich fast nichts gebracht. Nichts Neues gebracht.
nur Itemshop-Sachen, dass die Spieler noch mehr Sachen kaufen müssen, oder was? Ist eine Frechheit. Ist eine absolute Frechheit. Und das... Das langweilt mich, das langweilt alle. Darum finde ich es wirklich gut, wenn die Entwickler würden das Spiel jemand anderem geben, der für die Community etwas macht, der für sich selber auch irgendwas macht, dass das Spiel wieder ein Erfolg wird und nichts anderes. Die Community muss doch entscheiden können, weil die Entwickler meistens nicht wissen, was sie verbessern sollen. Oh. Das ist in jedem Spiel so, habe ich das Gefühl. Die Entwickler selber wissen nicht, was dem Spiel gut tut. Sie können es nicht verbessern, solange sie nicht auf die Community hören. Das ist zum Beispiel bei Diablo 3 so. Die Entwickler müssen natürlich immer jedes neue Set 1000-mal stärker machen, dass niemand ein altes Set mehr benutzt. Und fügt Sachen ein, dass die Community gar nicht will und so weiter. Also völlig neben den Schuhen. Und das ist bei GTA 5 so, weil kein Singleplayer-Content kommt, nur Multiplayer-Content. Das ist bei vielen Spielen so. Und das, was ich sehr schade finde, ist, dass die Entwickler dann plötzlich aufhören zu entwickeln, nichts mehr machen. Die bringen ein Spiel raus, bringen nicht mal Patches raus dann. Nichts mehr raus. Nur das Spiel rausbringen und dann zum nächsten Game gehen. Das finde ich so etwas von schade. Die Entwickler sollten das Spiel weiterentwickeln. Add-ons rausbringen, DLCs rausbringen und so weiter. Die Spieler halt fesseln an einem Game. Das hat Champions of Regnum jetzt 7 Jahre gut gemacht, aber jetzt nach 8 Jahren ist es scheinbar schon vorbei. Es wird wahrscheinlich nicht mehr viel kommen. Das finde ich so schade, darum braucht Champions of Regnum einen anderen Entwickler. Einen besseren Entwickler. Einer, der vorwärts macht. Ja. Das ist so schade. Ich kann dem Spiel einfach nicht dem Sterben zuschauen. Ich finde das Spiel so etwas von einfach es fesselt mich einfach. Obwohl es relativ schlecht ist, finde ich es ein super Spiel. Weil es einfach Dinge besser macht als andere Games. Sehr viele Dinge besser macht. Das muss ich noch nach Norden. Hä? Ah, Gargoyles muss ich noch töten. Okay, müssen wir nach oben wieder. Wo ist jetzt der... Da. Die Treppe. So. Also, wir sind jetzt immer noch Level 11. Wir bekommen relativ wenig Erfahrung gerade über. Lol. Okay. Finde ich auch lustig. Überall hat es ein bisschen Glitch-Zeugs. Yeah! Bitch, please. Ha! Hier nach oben kommt niemand, außer ich. Ha, ha. Ein bisschen braten lassen. Nein, weitergehen jetzt. Und wieder runtergeglitscht. Yay! Ja, das bleibt drin. Die Entwickler wollen das nicht auspatchen. Es gibt überall Glitches und falsch platzierte Gegner, die durch das falsch platzierte Gegner-Spawn-Gebiet und so hingemacht wurden. Dann gibt es verschiedene Glitches, Animationsbugs und so weiter. Aber hey, die Entwickler machen das nicht weg. Die wissen... Die testen das Spiel überhaupt nicht. Die Spieler haben das wahrscheinlich schon 1000-mal in den Foren oder so
per Support geschrieben, dass es überall Glitches hat und so Sachen, aber die werden noch nicht rausgepatcht. Es wird lieber neue Itemshop-Items reinkommen und so, aber mehr nicht. Wenn ich entwickeln könnte, könnte ich das schneller machen alleine. Aber ich kann nicht entwickeln, ich kann nicht mal modden. Also vor allem stört es mich, dass es modden zu kompliziert ist. Zum Beispiel bei Skyrim oder bei Minecraft. Wenn alles ein bisschen leicht wäre, dann würde ich innerhalb von 10 Tagen ein gutes Spiel machen. Aber es ist halt schwer zu machen, weil Texturen schwer zum Erschaffen sind, zum Malen sind und alles mögliche, die Animationen sind schwer zu machen. Ja, da braucht man halt Zeit, aber dafür braucht man auch Erfahrung, was ich zum Beispiel nicht habe. Und es ist leichter gesagt, so etwas umzusetzen mit Leuten, die es können. Da braucht man Geld, viel Geld. Ein gezacktes Schwert. Das auch noch. Ich will es einsetzen. Ich will es werfen. Macht mehr Schaden als mein Bogen. Aber der nächste Bogen ist schon mit Level 13. Und dann mit Level 14. Und dann habe ich, glaube ich, noch einen Level 60 oder 16. So. Okay. Im nächsten Part werde ich dann noch mehr Items rüber tauschen, weil man kann nur 5 im Account-Lager haben. Und dann gehen die späteren Levels auch ein bisschen besser, bis Level 20, glaube ich, oder so. 22 circa. Ja. Ich will ein Item-System wie bei Path of Exile oder Grimdawn oder Diablo 3 in Regnum. Das wäre das Coolste. Das wäre einfach das Geilste. Aber nein, die Entwickler machen lieber anderen langweiligen Bullshit noch rein, als es zu verbessern. Und dass einfach Items mehr droppen. Die Magic Find, also die Chance, Geldgegenstände zu finden, erhöhen. Viel mehr erhöhen. Und es nicht abhängig vom Itemshop machen. Das ist vor allem der. Das macht Regnum kaputt, der Itemshop. Die Entwickler sollen schon etwas verdienen, aber nicht so. Nicht pay to win, sondern play for free. Dass die Items halt gefunden werden können oder sonst irgendwas und nicht kaufbar sein müssen. Ah, daneben. Es ist richtig schade, dass alles immer nur ums Geld gehen muss. Ich kann ja schon Geld einsetzen, aber es tut mir weh, wenn ich Geld ausgeben muss. In Regnum. Ich habe genug Geld, aber muss ich das unbedingt bei Regnum ausgeben? Naja, schon, wenn man jetzt momentan nicht viel Let's Playt außer Regnum. Ja. Haben schon wieder für Dinge, Invasion. Ist das langweilig? Immer nur Syrten, also dass die Syrten immer nur involvieren, damit sie die Edelsteine bekommen. Es aber irgendwie auch nicht schaffen. Also die zwei Alsen-Edelsteine waren recht früh bei Alsen, weil bei Alsen irgendwie gar niemand mehr spielt, oder habe ich das Gefühl. Aber die Egen schaffen sie nicht. Komisch. Gut eigentlich für uns. So, wir gehen jetzt Quests abgeben und dann im nächsten Part werden wir weitere Quests machen. Weiter Quests annehmen. Und ja. Also geben wir noch Altruck und geben die Quests ab und dann im nächsten Part geht's weiter mit Quests. Mit Level 12, 13, 14 hoffentlich. Nein, so schnell geht es nicht. Aber
Ich freue mich, wenn der Schütze hoch ist und ich dann mitschlachten kann, mitmachen kann in den Reichsschlachten und so. Auch wenn ich dann noch schwach sein werde, ich werde relativ früh beginnen, wieder bei Fortschlachten mitzumachen oder so, einfach zum Zeigen. Dann sterbe ich halt die ganze Zeit, dann gehe ich halt wieder hin, dann sterbe ich wieder, dann gehe ich wieder hin. Aber immerhin habe ich dann auch etwas zu zeigen und ich bekomme Erfahrung, wenn ich genug Schaden mache. Das ist auch gut. Mal schauen, wie viel ich Erfahrung bekomme. Aber dann ist es halt auch wieder immer wieder das Warten drin. Weil die Entwickler einfach es falsch machen mit den langen Wartezeiten. Damit man Belohnungen bekommt und so weiter. Finde es schade. Also, ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was die Entwickler besser machen sollen. Und ich könnte ja mal irgendwie Videos zu den Entwicklern schicken oder so, wo ich es dann ihnen erkläre, was Regnum besser machen sollte. Vielleicht wird dann etwas gemacht. Da müsste man nicht mal die Entwickler kaufen. Da müsste man nicht. Da müsste es kein Entwicklerwechsel geben. Aber mir tut es halt leid, wenn die Entwickler nichts machen. Da muss man, ist man eigentlich gezwungen, die Entwickler zu kaufen. Naja, ich bin ja momentan recht fit im Sport und wenn ich da echt gute Kampfsportverträge habe und so, dann verdiene ich das Geld, um es dann an einen anderen Entwickler zu verkaufen. Und es dann auch, also dann auch die Macht hat, also die Anteile hat, habe. Und wenn ich die Anteile habe, dann kann ich ja eigentlich selber das Spiel, ja, die Entwickler befehligen, was sie machen sollen. Und dann kann ich eigentlich über euch, also was ihr wünscht, dann an den Entwickler weitersagen und dann wird ein gutes Spiel daraus, oder? Und wenn nicht, ja, dann geht's halt nicht. Aber ich fände es richtig cool, wenn man eigentlich durch jemanden wie ich ein Spiel verbessern könnte. Sonst ist alles irgendwann mal langweilig, wenn nichts Neues kommt. Und das wäre meine Idee, oder? Dass das Regnum wieder besser wird. Und wenn nicht, dann geht's halt nicht. Ich weiß nicht, wie teuer das ist, so etwas zu kaufen oder Framma-Gamigo zu erlösen. Die machen ja gar nichts mehr. Oder bei Gamigo bleiben. Je nachdem. Aber das ist jetzt momentan halt noch nicht so zum Bereden. Also ich fände es cool, wenn das Game richtig gut entwickelt wird. Und fände es natürlich viel besser. Weil mir geht die Motivation bald auch flöten, wenn nichts passiert. Nun gut, alles weitere im nächsten Part. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss, euer Drago.